Liebe Leute, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Neben mir steht der Markus, den kennt ihr von zwei Videos, einmal blaues Schorten und einmal drei Herrenspitz. Wir sind jetzt in einem Madelgrupf im wunderschönen Oberösterreich, Salzkammergut, unter uns ist der Attersee. Wir haben direkt an der Bundesstraße geparkt und heute geht es gemeinsam auf den Madelgrupf. Viel Spaß mit dem Klettersteig Madelgrupf am Attersee, kommt's mit. Heute habt ihr einen alten Bekannten, zwar einen Markus. Servus. Wir machen heute einen Madelgrupf-Klettersteig für euch. Markus, wo haben wir mehr gepackt jetzt? Am Attersee. Ich weiß nicht wirklich. Das schreiben wir euch nachher rein. Auf jeden Fall da unten auf der Straße kommen wir her. Trennen sich einmal die Wege. Wir müssen Richtung Weißenbach, oder wie? Jo, und da ist jetzt der Klettersteig, Attersee-Klettersteig auf dem Madelgrupf angeschrieben. Blaue Markierung, da links rauf. Und da irgendwo gehen wir rauf. Ja, wir sind da jetzt beim Einstieg. 30 Minuten Zustieg. Ziemlich langer Klettersteig, viel Klettermeter, über 1000. Und es geht einmal ziemlich einfach los. Kategorie A, B und noch ein C oder so. Einstiegsbereich. Was sagt er? Wird interessant werden. Wird interessant werden. Schön warm ist. Ja, brutal. Aber oben gibt es sehr ein Bier. Hoffen wir. Weil es im Video zur Drachenwand wieder einmal aufgepoppt ist, werde ich das gleich am Anfang ohne Dialekt einsprechen, damit es jeder deutschsprachige Zuschauer versteht. Alpine Momente ist seit 2015 ein Kanal, der authentisch Bergtouren nach bestem Wissen und Gewissen dokumentiert. Hier bei uns gibt es Infos und subjektive Einschätzungen zu Bergtouren. Wer Videos zum Thema Sichern aus dem Lehrbuch oder Lehrvideos erwartet, bitte beim YouTube-Kanal vom Alpenverein oder bei Bergführern vorbeischauen. Sektion 2, Kamin ist das da rauf, ein bisschen anspruchsvoller. Sektion Kamin hinter uns, jetzt gehen wir in die Sektion 3, Holzfäller. Ja, auch weniger Kohle hast du gemacht. Geil. Mit Ski, oder? Ja. Super, voll cool. Sektor 5, rein in die weiße Wand. Easy cheesy. Und eine in Sektor 6, Gamsruck. Da hinten kommen wir jetzt her. Eine gewaltige Stimmung da am Abend. Ja,
Sehr schön, sehr schön. Der Ausblick, ein Wahnsinn. Ja, brutal. Am Abend, gell? Wahnsinn. Da steht zwar drauf, warm wird's, aber ich würde sagen, warm ist. Da haben wir jetzt einen kleinen Ausbruch. Ist halt, wenn es regnet, wenn da das ganze Wasser weg. Dann kann es da unten ein wenig rutschig werden. Da kommt eh schon der Franz. Ja, der Markus hat gesagt, da unten in der Grotte ist das einzige schattige Platzerl, was wir heute im Aufstieg haben werden. Direkt vor der Grotte geht es einmal an so einen kleinen Überhang rauf und da kannst du schön steigen, aber es ist halt ein bisschen ausgesetzt. Ja, jetzt ist er dann gleich beim Ausstieg von der Platte. Aber schaut euch einmal den Ausblick an. Gewaltig. Das ist jetzt die Passage von oben. Hinterlauter. Ah, jawohl, einen Schockerüberhang. Das ist einer von den Schlüsselstellen von dem Steig. Kleiner Überhang. Aber ich weiß ja, was können wir. Der Stift fängt schreiben an. Jawohl, jetzt ist er drüber. Da haben wir schon gehabt. Nach dem Überhang geht es wieder normal weiter. Da unten seht ihr jetzt den Markus. Der ist gerade aus dem Schokoüberhang ausgestiegen. Jetzt geht es das Waschbrettl rauf. Das ist auch Bockstücke. Da sind voll viele Stifte rein. Und Schatten heißt die Sektion. Aber ich habe das Gefühl, wir sind nur im Licht. Ich
Ich meine, es kommt bald ein Gewitter. Das gleich geschafft. Das ist jetzt der Überhang von oben. Ja, wir sind da jetzt so auf zwei Drittel ungefähr vor der Wand her. Die schwarzen Stühlen haben wir eigentlich jetzt hinter uns. Es geht jetzt dann so in A, B, B, C weiter. Einmal ganz am Schluss ist noch einmal eine schwere D-Stühle. Ja, der Mausstück. Der Mausstück, genau, aber das werden wir jetzt auch noch packen. Auf jeden Fall, das Panorama da hinten, das ist einfach gewaltig. Salz kann man gut. Ein Traum, da muss man herkommen, gell? Ja, auf jeden Fall ausprobiert. Ja. Schaut euch das an. Ja, brutal. Ganz laut. Ja, herrlich da im Abendlicht.
gewaltig ist da, brutal. Ich drehe durch so schön. Es ist zwar in Oberösterreich und ich als Salzburger, aber in Oberösterreich ist es auch schön. Wahrscheinlich ist es halt deswegen so schön in Oberösterreich, weil wenn du da vier schaust, dann siehst du Richtung Salzburg in die Heimat. Jetzt ist mir natürlich klar. Nein, lieber Oberösterreicher, bin ich schön. Der Enzian im Zackengrad. Wir filmen da alles nur so sporadisch, das ist relativ einfach auf da, das Gelände. Schlüsselstück sagen wir euch nachher natürlich nochmal ganz genau. Da rauf vielleicht nochmal ein B-Stö. Aber wirklich schön easy. Von oben, steil rauf, senkrecht, Steilwand wandern. Genau. Aber es sind nur ein paar Meter. Nichts so richtig. Gute Stiefel. Genau. Voll schön, ja. Almbläme. Alm- und Wiesenwanderer. Ja. Da sieht man halt, wir sind zwei richtige Alm- und Wiesenwanderer. Gewaltig. Dann gleich, da ist oben. Gleich. Da oben sieht man schon. Ja, gewaltig. Da sind
Hoffen wir halt einmal da hinten. Schaut das Wetter auch nicht mehr so gut aus. Regnet ein bisschen, schauen wir mal, ob es uns erwischt. Aber ein bisschen Abkühlung. Tut eh gut, oder? War eh heiß, ja. Ja. Und da oben sind wir noch ein paar Pizzablätter mehr, passt auch gut. Jetzt werden wir noch 15 Minuten brauchen, dann werden wir oben sein. Ja. Also bis gleich einmal. Ausstieg, Schlusswand. Ja. So gut wie finito. Wirklich? Ja, du hast schon ein Stippelbuch da. Soll ich nur noch ins Wandbuch reinschreiben? Wir zwei sind jetzt angekommen herum. Haben wir uns eigentlich viel Zeit lassen, gell? Ja. Richtig zackig sind wir nicht gegangen, ein paar Pausen haben wir gemacht. Viel Zeit haben wir uns zum Dokumentieren genommen. Nicht ganz 3 Stunden aufverbraucht. Wir genießen jetzt den Ausblick noch einmal, zeigen wir euch noch gar. Also der Sonnenuntergang ist ja schon episch da. Auf dem Attersee runter, brutal in die Voralpen raus. Windstill ist. Wahnsinn! Jetzt hat der Jäger gerade geschossen. Weiden wir uns heil. Hoffentlich kriegen wir was, oder? Kurz Gulasch war es. Wildgulasch. Wildgulasch, ja. Bitte geh schön. Weiben uns heil. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, wir zeigen euch jetzt noch Impressionen vom Abstieg. Die halten wir ziemlich kurz und unten machen wir Resümee. Machen wir. Jawohl, machen wir. Mittlerweile am Normalabstieg vom Marlkupf. Das ist ein markierter Weg. Da sieht man sehr gut. Da oben ein bisschen alpin das Gelände. Brennerin. Da geht es zur Brennerin weiter, genau. Da war ich auch noch nie. Lasst es mir auch wissen. Ist alles hier nicht weit weg von mir. Und sowas sehen wollt, rein in die Kommentare damit. Ein bisschen versichert geht es da, abgespeckt, aber alles easy, solange es trocken ist, genau. Boah, jetzt haben wir erstmals im Abstieg einen Blick auf den wunderschönen Attersee, ja, brutal gewaltig, abartig. Ja, da fallen mir nur Superlative als Wörter ein. Der Tobi würde sagen, am nicesten. Vor uns ist da jetzt so ein kleiner Muggel, Schoberstein heißt der. Den kannst du mit 20 Höhenmeter Gegenanstieg mitnehmen. Machen wir aber nicht. Wir haben zwei Stirnlampen dabei. Aber wir gehen runter. Es ging um den Madelkopf.
da ist auch der Schoberstein. Ich glaube, das da unten heißt Weißenbachtal. Wenn wir falsch liegen, lasst es uns wissen. Auf jeden Fall, jetzt wird es richtig frei. Es geht wieder versichert dahin. Da findet sich sogar ein Unterschlupfort, Biwakhöhle. Da geht es dann zum kleinen Schoberstein. Da geht man auf der rechten Flanke vorbei. Umi ist ein wenig zum Kraxeln, ein wenig ausgesetzt, nichts versichert. Aber hat man einen super Ausblick auch auf den Attersee. Ja. Ist recht fesch und wenn man früh genug dran ist, kann man die leicht mitnehmen, die zwei. Da vorne ja Außenbankerl mit Attersee-Ausblick. Ein Wahnsinn. Schön haben wir es da im Salzkammer gehört. Fast so schön wie in Salzburg. So, jetzt seht ihr das jetzt auch nicht. Da ist jetzt echt einmal ungut durch den Wald gegangen. Ziemlich uneben, aber es ist schon wieder besser. Falls man mich sieht, wir sind jetzt mittlerweile wieder herunten im Tal, nicht ganz bei der Straße. Sieht man mich? Ich hoffe, man sieht mich. Ja, der Markus und ich, wir sind mittlerweile wieder gut runtergekommen. Wir sind da, Ortstafelende, Weißenbach am Attersee. Wir müssen da jetzt noch ungefähr 1 Kilometer führen gehen. Jetzt mache ich gleich ein Resümee. Die Tour Madelgupfe ist echt richtig cool. Der Klettersteiger ist cool. Der ist nicht ganz so easy, also vor allem die Länge ist doch nicht so ohne, also Klettersteigen, Neulinge, passt auf, nehmt euch in Acht, unterschätzt das nicht. Der Klettersteig selber vom Auto bis oben ist mit 3 Stunden 30 laut Topo angegeben. Das sollte man auch einhalten, aber ist angegeben mit 1,5 Stunden, das ist recht sportlich. Also ich würde einen durchschnittlichen Klettersteiggänger sagen, planst doch gute 5 Stunden ein. Die zwei D-Stühlen sind relativ kurz, vor allem die zweite ist kurz, das habe ich nicht einmal gemerkt, dass das ein D-Stühl ist. Da war ich schon vorbei. Die erste D-Stühl ist psychisch schon ein bisschen länger, weil du bist nachher eben auf so Stifte unterwegs und du bist nachher noch länger ausgesetzt unterwegs. Das ist zwar nicht schwer, aber du musst nachher durchbeißen und das geht freier so in die Wadeln. Also durchhalten, Kraft tanken und nachher habt ihr eine richtig coole Tour. Ja, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video, Daumen auf, Daumen oben. Wenn ihr Fragen habt, Kommentarfeld benutzen. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, die Graue, dann kriegt ihr Erinnerung. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Danke fürs Dabeisein. Ciao, pfiat euch.